Geile Brille. Wie soll ich dich begrüßen? Soll ich dich sagen... Marco Pogo. Marco Pogo. Soll ich dich sagen Niki? Nein, das ist mein... so heiße ich wirklich, aber... Ja. Im ja. Internet... Dominik. Ja? Dominik, ja. Ja. Aber nicht in meiner Rolle als Spitzenkandidat der Bierpartei. Trennst du das, ist das wirklich strikt politische Trennkost? Nein, sagen wir so, ich, das ist halt meine Künstlerrolle, ja. Und ich will das auch noch, also es ist mir schon unangenehm, dass mein echter Name am Stimmzettel steht, ja. Ja, er steht, ja, genau, wollte ich gerade sagen, ja. Aber natürlich kann ich nicht mit einem Künstlernamen bei der Wahl antreten, das geht nicht. Aber bis jetzt, bis dato, ist es gelungen, das zu trennen. Ja. Aber hast du deinen Künstlernamen tatsächlich eingetragen? Man kann das ja im Pass eintragen. Dann müsste es doch möglich sein, dass du mit deinem Nein, das habe ich nicht, weil... Okay. So viel Künstler will ich dann auch nicht sein, glaube ich. Naja. Aber prinzipiell ist es Marco Pogo. Ja. Also... Ich glaube mal, du bist ganz schön viel Künstler für das, was du... du machst jetzt Politik natürlich, aber du bist ganz schön viel Künstler. Ich meine, wie viele musikalische Projekte kann ein Mensch haben? Ja, alle. Viele. Zwei. Ja, schon irgendwie. Ja. Aber was ist los seit 2015 auf der Band-Homepage? Tut sich nur noch ganz wenig irgendwie. 5000 Fans warten darauf, wann du das nächste Posting machst. Was ist da passiert? Sind wir schon online? Ja, natürlich. Ja. Ach so. Sind schon online. Die Go-Gets meine ich jetzt. Ach so, ja. Das ist. Ist das eingelaufen? Gibt es das noch? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Das hat auch keiner bis jetzt ausgraben. Weiß nicht, das sind so die Leichen, die wir im Keller haben als Politiker. Was Leichen? Das ist ja noch nicht so lange her. Das ist ja kein Leich. Ihr wart auf Tour. Es gibt Tourblogs. Es ist alles noch online. Es sind 5000 Fans auf der Facebook-Seite, die seit 5 Jahren warten, dass du das nächste Mal endlich was postest. Ja. Der Sound ist geil. Rolling Stones Magazine hat euch interviewt. Mhm. Wenn es wahr ist. Ja, das stimmt tatsächlich, ja. Ja, eben. Ja, das... Was ist da passiert? Na, der Turbo-Bier kam man dazwischen. Ja, dazwischen, das ist irgendwie einfach das deutschsprachige Projekt, oder? Nein, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ja, da spricht aber auch sagen, der Kapitän. Ja? Man muss aber auch sagen, dass das Turbo-Bier doch so viel Zeit und Bier fordert, ja, dass ich gar nicht wirklich Zeit habe, irgendwas anderes zu machen. Weil ich immer das nichts tun propagiere, ist manchmal schon ein Aufwand. Müsst du mir jetzt sagen, dass du da die Go-Gets weggesoffen hast? Ziemlich viel habe ich mal weggesoffen, glaube ich. Das gibt's doch nicht. In meinem Leben. Doch, tatsächlich. Nein, die Go-Gets sind ja nach wie vor, also es besteht noch, oder nicht? Ja, das ist, weil wir nie aufgehört haben. Also sind offiziell. Sind nicht dieselben Leute, oder? Nein. Nicht? Sind andere. Okay. Ist quer durchmischt, aber... Ich dachte nicht, dass wir heute ein Go-Gets-Interview machen. Ja, wir machen ein Interview zu dir, okay, eigentlich. Wir reden natürlich über Politik, das ist eh klar. Aber wir müssen natürlich auch über Leichen im Keller reden. Gerade dann, wenn man über Politik spricht. Als Politiker muss man die Leichen im Keller schon gut verschauen. Nein, es ist ja keine Leiche. Das war mein erstes Musikprojekt, das ich begonnen habe mit im zarten Alter von, weiß ich nicht, 13, 14, 15, mit Eure Freien. Und das hat sich dann durchgewechselt. Ja, kurz nach dem Medizinstudium, nehme ich an. Nein, das ist auch die nächste Leiche. Was ist da passiert beim Medizinstudium? War das Fernuniversität Hagen? Oder? Nein, am Mexikoplatz kann man sich sowas eigentlich relativ kostengünstig kaufen. Ja. Hat aber nie wer hinterfragt, auch bis jetzt. Ja. Also ich konnte das immer jahrelang ganz gut verbergen. Ja. Ja. Natürlich, wenn man kann halt nicht mit einem Künstlernamen bei der Wahl antreten, sondern nur mit einem bürgerlichen Namen, wie schon gesagt. Ja. Ich finde das Wort Künstler auch überhaupt. Was ist ein Künstler? Naja, ich meine, ganz ehrlich, das ist schon einer, der von seinen Ideen lebt und andere begeistert. Und das ist auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe, in den Kollektiv-Podcast zu kommen. Und zwar geht es ja in unserem Podcast um Inspiration und um Ideen und um neue Perspektiven zu finden und ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Mhm. Deswegen, es geht um Persönlichkeiten wie die und ich glaube, das macht einen Künstler schon aus. Es geht um die Persönlichkeit von einem Künstler. Das ist ein Künstler.
einer von meinen besten Freunden, mit dem ich gemeinsam das Kollektivmagazin mache, ist ja meine Muse, unabsichtlicherweise, weil er ist einfach ein Künstler. Ja. Mhm. Hat in seinem Leben, kann man sagen, relativ wenig anständig gearbeitet. Ja, ja, das ist mal die Grundvoraussetzung, ist, also, genau, um als Künstler dann tätig zu werden. Ich glaube auch, dass das eine wichtige Voraussetzung auf jeden Fall ist, ja. Weil du dadurch einfach eine unglaublich verschrobene Perspektive erkriegst auf die Welt. Wenn du nur Politik machen würdest, nur Aktionskunst, ja, nur diese Kunstfigur Marco Bogo vor dir hertragen würdest, wäre es, finde ich, auch schon künstlerisch. Aber dadurch, dass bei dir noch so viel mehr im Hintergrund ist, ist es schon, würde ich sagen, dass du Künstler danke. Und sein das, könntest. Das, obwohl ich in Simmering wohne und nicht im 7., wo wir gerade sind. Ja. Das ist eigentlich eher so der Ground Zero of Kunst. Da, wo das Leben blüht. Das echte Leben, ja. Die Realität. Ja. Ich war letztens zum Beispiel im Eisgeschäft in Simmering und da gibt es halt einfach noch Sorten wie Red Bull. Ja. Und wenn es da durch den 7. geht, dann hast du so Matcha, Goji, Quinoa, Hafermilch, Sorbet. Mhm. Und in Simmering ist es Red Bull. Mhm. Und deswegen bin ich eigentlich lieber in Simmering als im 7., weil das ist noch das echte Leben, das ist noch das geerdet. Ja. Ich gehe viel laufen und wenn ich dann, gehe viel saufen, aber ich gehe auch viel laufen. Mhm. Und ich renne halt irgendwie 2 Kilometer raus, ja, und dann bist du schon irgendwie so am Feldweg. Ja. Wenn du da 2 Kilometer rausrennst, dann stehst du am Areal vom Westbahnhof. Weißt du, wo ich wirklich neidig bin, auf einer ganz persönlichen Ebene, dass du mit Jess Gitti ein Musikvideo gedreht hast. Das ist wirklich so lieb. Sie ist so nett. Sie ist eine Ikone. Ja, ja absolut. Ja. Bundespräsidentin wäre super geil, oder? Ja, wenn ich Bundespräsident wäre, sagen wir so, dann wäre die Jess Gitti die First Lady. Was brauchst du als Politiker eigentlich wirklich für Qualifikation? Du brauchst überhaupt keine Qualifikation. Ja? Oh, ja. Du musst, und es ist auch nicht gezwungen notwendig, dass jemand einen Titel hat. Oder nur weil du einen Titel hast, macht dir das nicht zum kompetenten Menschen generell. Ja? Bist du der Gegenentwurf von Sebastian Kurz, der Antichrist? Ich bin sozusagen der Antichrist. Ja. Ich bin jetzt seit kurzem Spitzenpolitiker. Ich bin aber der Meinung, dass kann alles nicht so schwer sein. Ja? Wir haben ja gesagt, wir wollen uns zum Frühstücken treffen. Prost. Prost. Du, es gibt Leute, die sind schon so politikverbittert, dass sie sagen, in der Politik geht es nicht mehr um Inhalte. Aber du machst einen frischen, unverbrauchten Eindruck, muss ich sagen. Und das nach dem Wochenende, ja. Ich habe erst jetzt das notwendige Know-how, wie man diese Unterstützungserklärungen einsammelt. Ja? Ja. Das schafft ja auch in Wahrheit niemand ohne mächtig Kohle. Ja? Mhm. Und ich habe es mit einem kleinen Team und ganz viel Handarbeit geschafft, dass in Wien überhaupt der Antritt gelingt. Ja? Und wenn man sich anschaut, wie viele Listen, so, das ist so eine Liste von denen, die sammeln für den Gemeinderat. Und 3 haben es heuer geschafft und einer davon ist der Strache. Ja? Mhm. Oder 4. Ja? Der natürlich die ganze Infrastruktur hat, kennt, ein politisches Urgestein ist in Wahrheit. Ja. So sehr ich ihn verachte als das, was er darstellt, weiß er, wie der Hase läuft. Ich weiß das noch nicht, wusste es letztes Jahr beim Unterschriftensammeln für den Nationalratswahlkampf, also für die Nationalratswahl, noch nicht und habe es deswegen eigentlich nur in Wien geschafft. Mhm. Aber mit dem Wissen jetzt aus dem Wien-Wahlkampf, das war ja viel aufwendiger. Mhm. Es ist in Wahrheit viel schwieriger, in Wien anzutreten, wie bundesweit. Weil du brauchst für Wien 1.800, für den Gemeinderat und nochmal 1.200. Also insgesamt sind es knapp 3.000 Unterschriften. Und für bundesweit Nationalratswahl brauchst du 2.500. Mhm. Aber du brauchst jetzt nicht aus jedem Wiener Bezirk 100, sondern du brauchst aus dem Burgenland 100. Ja, eben. Das ist groß, ja. Aber das war ja das sehr Schwierige. Ich war ja nach zwei Wochen mit der Hälfte der Bezirke fertig. Mhm. Aber dann brauchst du noch die 100 in Hietzing. Und Hietzing und Döbling, das sind halt nicht so, das ist kein Battleground. Ja. Herum, ja. Jetzt hast du natürlich einen großen Vorteil, den andere Politiker, die dann oft jahrelang, also wirklich studieren, nicht haben. Und zwar, du weißt, wie man mit dem Publikum umgeht.
du bist ein charismatischer, junger Politiker, der weiß, wie man mit dem Publikum umgeht, der spürt, wenn die Stimmung kippt oder so, du gehst viel auf die Leute ein. Aber durch die Sonnenbrünen sehen wir deine Augen nie. Oh, ich habe welche. Er hat Augen. Moment, das muss man kurz einmal näher zeigen natürlich. Sondern jetzt muss ich wieder eine Schutzbrille aufsetzen. Die Augenfarbe ist gelb. Innen braun, außen gelb. Wie ein typischer Österreicher. Jetzt kann ich das einmal in einem Podcast sagen, ja. Also weil es gerade mit den Farben zusammenhängt. Weißt du, was in Salzburg von der FPÖ ein Wahlkampfgeschenk war vor einigen Jahren? Mannerschnitten. Die Packung war außen blau, aber ein Mannerschnitten ist innen braun. Ja? Haben Sie die das gedacht? Oder was, ich glaube, die denken sie nicht viel. Humor ist, glaube ich, da der manchmal oder oft der richtige Mittelsweg, um den Menschen diese Inhalte auch klar vorzuführen. Mhm. So wie Nestroy das mal gesagt hat, bring die Menschen zum Lachen und dann kannst du ihnen alles hineinschieben. Ich glaube, so ist es, ja, wenn das reine, blanke Skandalieren und das ist ein Skandal, das ist ein Skandal und so, das ist eh immer. Aber so wie Dykes funktioniert hat, ja, das waren bitterböse, ernste Tatsachen. Und ganz ehrlich, was kriegst du mit aus dem Gemeinderat als Wiener? Nichts. Das ist so, jedes Mal, wenn sie in der ZIP was zeigen, man weiß, wie der Nationalrat ausschaut, ja, aber was so im Wiener Gemeinderat passiert, das schaut halt irgendwie anders aus. Und, das ist jetzt der Gemeinderat und dann kommen irgendwelche Leute, die es noch nie gesehen hast und die machen da irgendwas. Ja, das ist so, Stimmt, die werden alle zahlt und alle finanziert natürlich. Jetzt klingt das alles sehr ernsthaft, ganz ehrlich. Was du da vorhast, du willst ja eigentlich die Menschheit verändern. Vielleicht bist du oder die Bierpartei per se die Personifizierung von einer neuen politischen Ära, die eingeläutet wird, oder? Ich hoffe es und ich hoffe, dass wenn jetzt in Wien gewählt wird, das als Startschuss für die Bürger sein wird, um auch auf nationaler Ebene Dinge zu verändern, Dinge zu erreichen. Und das ist der Zuspruch, den ich aus der Bevölkerung halt kriege, jetzt gerade, der ganz laut ist, so, wir brauchen euch auch in Salzburg, Kärnten, Tirol, bis nach Bayern, wo sie sagen, oh mein Gott, wieso haben wir keine Bierpartei? Ja, eigentlich wirklich, ja. Das wäre ja die erste, genau. Also du kriegst Zuspruch aus den Bundesländern und sogar aus dem Ausland. Das wäre schon wieder fast was für einen Bundespräsidentenwahlkampf. Ja, tatsächlich muss man da 6.000 Unterstützungserklärungen einsammeln, aber ich bin jetzt schon ein alter Hase in Sachen Unterstützungserklärungen einsammeln. Wenn das nächste Mal Bundespräsident gewählt wird, habe ich mir schon angeschaut, erreiche ich auch die Altersgrenze, ich glaube, das ist in 3 Jahren. Und man muss in dem Jahr das 35. Lebensjahr vollenden. Also dann bin ich quasi wirklich schon alt genug, um auch Präsident zu werden. Und ich bin mit dem jetzigen Präsident sehr zufrieden. Und denke aber, dass er jetzt auch in die Pension gehen kann. Alexander von der Bierlein. Genau. Ja, wir haben, weil wir haben tatsächlich jetzt... jetzt einen würdigen Nachfolger. Also ich würde es machen. Ja. Oder wie ich so schön sage, ich mache ich den Schatz. Die neue politische Ära, die du einläutest, ist eine Ära offensichtlich der Lockerheit. Jetzt bist du natürlich ein künstlerischer Exhibitionist und musikalischer Exhibitionist auch. Ja. Sieht man auch in Musikvideos, wo du dann tatsächlich nichts mehr anhast. Ja. Wie du das ganz schön künstlerischer, politischer Exhibitionist, musikalischer Exhibitionist, das trifft eigentlich ganz gut. Man hat... natürlich als Kunstfigur und so weiter viel mehr Freiheiten. Und bei mir gibt es auch immer die Rückflucht in den Alkohol, zu sagen, tut mir leid, daran kann ich mich nicht erinnern, aber das machen andere auch jetzt. Ja, das machen andere auch. Ja. Und wenn ich mir ganz ehrlich jemanden anschaue wie Gernot Blümel, der muss fett sein die ganze Zeit. Also das gibt es ja nicht. Ja. Mhm. Ist ja auch legitim. Ich sag's wenigstens. Ja. Die sagen es halt nicht. Also für neue politische Transparenz auch eigentlich. Absolut, ja, absolut. Sogar, ja. Und ich denke, dass sich viele Menschen danach sehnen, dass viele Menschen einfach extrem die Nase voll haben. Ja. Und mir ist wichtig, den Leuten zu sagen, dass wenn sie die Bierpartei wählen, das ist jetzt auch so der Kampf, den ich jetzt in den letzten Wochen vor der Wahl noch austrage, eure Stimme ist keine verlorene. Ja? Eure Stimme ist wohlbehütet in meinen Händen. Mhm. Und
ich werde schon irgendwas damit machen. Was ich jetzt damit genau mache, das ist immer sehr, sehr schwierig, ja, im Vorhinein zu sagen, weil wer weiß schon, was er nächste Woche am Samstag macht. Also ich weiß jetzt zum Beispiel noch nicht. Ja. Also so sehe ich es auch beim politischen Programm. Du lügst die Leute wenigstens nicht an. Ich lüge es nicht an. Ich lüge es nicht an. Du hast jetzt schon Geschichte geschrieben in einer Enzyklopädie Britannica, die es nicht mehr gibt, aber in verschiedenen Werken wird das für immer vermerkt sein, dass es die Bierpartei gegeben hat. Die kandidiert bei der Wahl. Ist das geil? Ja, ich habe sogar jetzt schon einen eigenen Wikipedia-Artikel und es ging ganz flott jetzt dahin. Jetzt brauchen wir am 11. Oktober nur noch viele, viele Stimmen. Ja? Na, im ORF ist Strache der Dauerbrenner, gestern Pressestunde, die ZIP2, da Konfrontation, da das Gespräch. Also da ist er Stammgast. Wenn ich Strache wäre und würde in den Gemeinderat einziehen, würde ich nachher einen ganz großen Geschenkskorb am Königlberg schicken mit Danke, euer Heinz. Weil was die für, wo sind da durchschleifen, ORF 3, Strache war im Radio Kulturhaus eingeladen. Im Radio Kulturhaus, eigentlich müsste sich der Boden von dort selbst entzünden, sobald er draufsteigt. Ja? Ich darf da keinen Schritt reinmachen und Strache geht ins Radio Kulturhaus. Also dass die Bude überhaupt noch steht, wundert mich. Er polarisiert natürlich und bringt Klicks. Massiv, ja, weil jeder will ihn fallen sehen jetzt. Die Inspiration ist zum Teil die negative Inspiration, aber auch der positive Gedanke, dass ich das alles viel besser könnte. Ich bin mir sicher, ja. Bitte, nur eins. Ja. Ich nehme an, das passt, oder? Ich bin eigentlich Unternehmer, ja. Habe eine Plattenfirma und eine Bierfirma und einen Vertrieb von Duobier-Merch, wenn man so will, ja. Bier war der Merch. Aber das ist halt auch jetzt eine privilegierte Position, weil viele Künstler da draußen, die haben nicht ihre eigene Biermarke. Ja. Und mein Bier wird beim Spar in ganz Österreich vertrieben, das ist schon was für ein Bier, ja. Aber was ist, wenn du jetzt der Musiker bist, der halt irgendwie nur in dem und dem Beisel bei Jam Session spielt und da ein bisschen Studioarbeit macht und vielleicht bei einer größeren Band Substitut ist, also einfach ganz viele von meinen Freunden, ja, die haben halt jetzt irgendwie null, ja. Natürlich, ja. Ich meine, es gibt die Internetrecherche und bei der findet man ja einiges, wie zum Beispiel Veröffentlichung bei Masturbation Records. Ja, das ist tatsächlich, das sind so meine musikalischen Kinderschuhe, ja. Okay. Der Kumpel, der mich vorher angerufen hat, wo ich nochmal rausgegangen bin, das ist der erste Produzent von Duo Bier gewesen und halt mein musikalischer Freund, seit ich 16 bin und der hat... Musikalischer Wix-Freund offensichtlich. Ach, ja. Ja, Masturbation Records. Ja, das sind nach wie vor meine Freunde, das ist die betreiben in Hollerbrunn den alten Schlachthof als Kulturstätte, als Brutstätte für Bands, für Musiker, Künstler, keine Ahnung, was für alles. Ja. Und das finde ich auch in Wien wichtig, dass nicht nur dass man den Musikern hilft, über die Krise zu kommen, auch allen, die dahinter stehen, ja, die jetzt auch nichts haben, zum Beispiel Lichttechniker, Tontechniker, alle, die in der Live-Branche ihre Kohle verdienen, und wenn sich dann ein Werner Kogler hinstellt und sagt, die Durchführung der Salzburger Festspiele ist ein sehr positives Signal an die Kulturschaffenden in diesem Land. Ja. Alter, keine Sorge zu den Salzburger Festspielen. Ja. Geile Idee. Genau, wie habt ihr eigentlich den Thüringer involvieren können? Hast du da irgendwelche Connections besonders oder einfach angefragt? Der Thüringer ist ein alter Freund von meinem Filmer und Freund Max Hammel, der auch auf Listenplatz 2 für die Bierpartei kandidiert, der sich zum Beispiel verantwortlich zeigt für das jüngste Video mit Paul Pizzerra oder Duobier-Videos, Bierpartei-Videos, das alles kommt aus Max seiner Hand. Und der kennt ihn schon lange. Und das war ein kurzer Anruf. Und der Roland hat gesagt, ja, passt, mach ich euch. Das ist auch ein feiner Kerl. Der ist
vielleicht ein bisschen in der österreichischen Aufmerksamkeit in Ungnade gefallen durch sein politisches, durch den Bart mit die, mit die Holzkugeln, ja, das war schon durch sein Bart. Durch sein Bart, ja. Und auf der anderen Seite ist die Politik aber wieder so ein dreckiges Geschäft. Ich habe ja den Eindruck, es ist zu viele Schweine an einem zu kleinen Trog. Ja, das ist immer, alle streiten sich um die letzten Kreiser. Und natürlich, ich meine, die einen haben vielleicht redlichere Motive dahinter und die anderen halt eher die eigenen Interessen im Vordergrund. Ja. Aber wer soll das entscheiden können? Wenn halt zu kleinen Trog. Ja. So kommt man das vor. Tut mir leid. Und die Bierpartei ist ja da erfrischend anders, eben, weil es sind super kleine Mini-Schweindeln mit lustigen, neuen Ideen, die sie ihren eigenen kleinen. Wobei, da geht es gar nicht so um einen Drog eigentlich, sondern eher um einen Zapfhahn. Es geht um einen Hahn, nicht um einen Drog. Genau. Und ich sage euch, ich werde meinen Hahn teilen. Ja? Anders gesagt, ich teile nicht meinen Hahn, weil das ist ja. Du hast deinen Hahn in einem Musikvideo schon geteilt. Ja, es ist aber corona-technisch ist es ja noch sehr, sehr gefährlich. Ja. Jetzt, wenn alle vom gleichen Hahn trinken, deswegen sage ich, jeder kriegt seinen eigenen kleinen Hahn. Das ist mein Zugang. Stell dir vor, du bist auf einmal Wiener Bürgermeister. Also ich war tatsächlich einmal beim Wiener Bürgermeister. Ich weiß, beim Häupl. Ein, glaube ich, wichtiger Moment in deinem politischen Leben. Ja, voll, auf jeden Fall. Ja. Weil. Ich als Wiener kann mich natürlich die letzten 25 Jahre schon gut daran erinnern, dass Michi Häupl immer Bürgermeister war und das war auch gut so. Das war aber echt ziemlich, also der Mann wirkte schon gestresst am Ende, weil den haben sie in diesem Vormittag, wo ich im Rathaus war, einfach von Treffen, zu Meeting, zu Videodreh mit mir, zum nächsten geschliffen. Ja, also das hat schon ein bisschen ausgeschaut nach Arbeit. Ja, ja. Ja. Trotzdem glaube ich, dass es eine Freude gehabt hat und was ich konkret machen werde, angenommen die Bierpartei stellt den Bürgermeister, dann kriegt eigentlich jeder Bezirk einen Bierbrunnen. Da muss man nicht zum Schwarzenbergplatz fahren. Der Christoph Wiederkehr, wirklich, mit dem hast du geredet über Bier? Naja, nachdem ich den Neos ans Bein gepinkelt habe, mit dem seid ihr angerennt mit eurer Wahlkampfkostenförderung und er scheut nicht die Konfrontation mit der Bierpartei, was man jetzt von Uschi Stenzel nicht behaupten kann, weil Uschi Stenzel hat zum Beispiel zugesagt, dass ich mit ihr eine Debatte über die Jugendkultur in Wien führen kann und die FPÖ hat es zurückpfiffen. Aha. Also zuerst kam die Zusage, dann kam die Absage und die Neos setzen sich zumindest hin mit der Bierpartei, das kann wahrscheinlich auch oder ist vielleicht auch ihren schlechten Social Media Werten geschuldet, weil here I am, aber die anderen reden gar nicht mit mir. Und das ist auch irgendwie, wirft kein gutes Licht auf sie. Ich finde das... Man ist skeptisch gegenüber Neuem. Das ist einfach so. Ja, oder Angst. Skeptik hat der in der Bevölkerung. Der andere Politiker, der braucht keine Skepsis vor mir zu haben. Der weiß, wo ich politisch zu verorten bin und was ich machen kann. Und der hat, vielleicht scheißen die sich einfach nur ein, dass schlecht aussteigen. Und das ist anzunehmen, dass schlecht aussteigen, weil es einfach nicht gut sind. Ich glaube, das ist so. Und im Optimalfall kann ein Politiker beides, die eben ansprechen, die diffiziler sind, aber auch die einfachen Dinge vermitteln. Oder im Optimalfall diffizile Themen einfach zu vermitteln. Genau, über ein Medium wie zum Beispiel Bier. Ehrlich. ZB, ja. Ich glaube, vielleicht schafft es Gernot Blümel auch mal diffizile Themen überhaupt zu verstehen. Vielen Dank für den Besuch im Kollektiv-Podcast. An der Stelle müssen wir leider aus Zeitgründen aufhören, weil ich heute noch einen Brotjob habe, dem ich nachgehen muss und der jetzt leider Gottes hier einen Riegel vorschiebt. Aber so ich habe auch noch einen Brotjob, dem ich nachgehen muss, nämlich Bier. Genau.